Wir kommen heute zu einer neuen Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Aktuell habe ich 100 Spiele in der Liste, die ich ja, für diese Serie vorsehe. Und ja, heute wird es dann wieder ein Spiel weniger. Mal schauen, welches Spiel es heute wird. So, der Countdown läuft noch. Und heute ist ein Ruzong. Okay, war das so ein Arena, MMO oder irgendetwas? Es ist einfach teilweise viel zu lange her, dass ich die Spiele auf die Liste gepackt habe. Es ist ein Science-Fiction-Fantasy-MMORPG. Na, da bin ich mal gespannt, wie lange das brauchen wird, bis das installiert ist. Ja, erforderliche Festplattenspeicher 6,7 GB. Ja, die Lizenzvereinbarung wie üblich. Und wie viel willst du runterladen? Naja, 1,9 GB. Das ist überschaubar, aber es wird eine Weile dauern, bis es weitergeht. So, das Spiel ist inzwischen installiert und gestartet. Und natürlich, nachdem ich erstmal wieder einen neuen Account soweit anlegen musste, ja, jetzt zur Charakterauswahl bzw. Erstellung eines neuen Charakters. So, das Spiel hat jetzt auch tatsächlich vom Fenstermodus in den Vollbildmodus gewechselt. Und ja, also erstmal möchte ich kein Newsletter. Hat es ein blühender, pulsiger Pflanzenplanet, der wie ein gigantischer Organismus das Licht seiner strahlenden Sonne tankt und sich ständig weiterentwickelt. Fortbewegung. Um zu laufen, drücke die Pfeiltasten der Tastatur oder beide Maustasten gleichzeitig. Ah ja. Was tun? Beachte die Anweisung deines Missionsjournals, das sich auf dem links da oben befindet. Okay, dann ziehen wir es gleich mal rechts, weil ich möchte gerne auf der rechten Seite lesen. Ranger, finde ihn und sprich ihn an. Okay, also das ist der Typ, der hier vor mir steht. Hatte ich nicht lila Haare ausgewählt? So, Leben, Sub. Sub-Punkte. Wenn du zu wenig Sub hast, kannst du keine Zaubersprüche mehr sprechen. Ausdauerpunkte und Fokus. Rohstoffabbau. Okay, ich bin ja mal gespannt, wie schnell sich die regenerieren oder verbrauchen. PvP ist aus. Lebenspunkte des Ziels. Hallo, Kommandant. Hi. Guten Tag. Guten Tag, Homin. Ich bin sehr froh, blablabla. Ich weiß, dass du hier wie alle neu als Flüchtling geboren wurdest, ein Nachfahre der überlebenden Kitai bist. Wie lautet dein Name? Ich bin Spielephilosoph. Sehr gut, Spielephilosoph. Ey, ich habe das P groß geschrieben, du Idiot. Es ist Zeit, dass du mit deiner Ausbildung beginnst. Geh zu Unicorn Kerpo. Sie wird dir helfen. Steht dir, was ich genau machen muss? Nee. Okay, also dein erster Schritt in der Region zu beenden, folge dazu deinem Kompass. Ich setze dir für die Position eine Markierung. Okay. Denke daran, später zu mir zurückzukehren, wenn du alles gelernt hast, was du brauchst. Es gibt eine Aufgabe, bei der wir deine Unterstützung brauchen. Na gut. Okay, die Markierung ist jetzt da. Ein Richtungsangabe wurde soeben im Kompass hinzugefügt. Gehe zum Ziel. Entfernungsangaben und dem Kompass beachtest. Ah, da 24 Meter auf der Gebietskarte Taste M. Ah ja. Entdeckenswerte Gefilde. Okay. Kann man relativ groß aufzoomen. Es ist selbst Kartenmarkierung zu setzen, diese per Blick auf die Gott. Also, was soll ich für dich machen? Hi, ich komme wegen der Ausbildung. Ja. Info. Viel. Automatisch laufen, assistieren. Okay, also ich komme wegen der Ausbildung. Du kannst nach und nach alle Ausrichtungen erlernen. Ja, dann fangen wir doch mal mit dem Kampf an. Bereit zum Kampf, Julian von der Roten Zelten im Nordteil des Lagers erwartet auf dich. Okay. Kann ich alle bereits? Ne.
Gut. Finde eine Lehre, um Fertigkeiten deiner Wahl zu erlernen. Julian Günther. Missionen. Jäger und Beute Nummer 1. Okay. Oh je. Willkommen. Ja. Diese Herausforderung war nicht ganz schwierig. In Anbetracht der Waffen, die du beide trägst, ist es wichtig, dass du weißt, wie du dich ihrer bedienst. Ich werde dich in alle kurz in die Kunst des Kampfes einweisen. Logischerweise muss ein Kämpfer seine Waffe in der Hand halten. Bestimmte Waffen zeichnen wir als einhändig. Ja, sehr gut. Nummer 2 oder 3 Angriffsaktionen. Standardangriff. Säureschaden, Präzisionsangriff. Standardangriff verbraucht er keine Ausdauer, außer ist allgemein notwendig, um Spezialangriffe auszuführen. Das heißt, der braucht 4 Ausdauer. Erhöhter Schaden. Ja, doch nicht so. Töte 3 Baby-Jubus. Okay, also weiter. Um mit einem Feind mit einer Waffe zu bekämpfen, musst du die Waffe zuerst anlegen. Klicke auf die rechte Hand in der Aktionsleiste. Um einen Feind mit einer Waffe zu bekämpfen, musst du die Waffe zuerst anlegen. Klicke auf deine rechte Hand in der Aktionsleiste am oberen Bildschirmrand und wähle eine Waffe. Es wird Nacht. Du kannst deine Umgebung beleuchten, indem du ein Duell auf deine Tastatur drückst. Ah ja. Okay. Also nochmal. Mit der linken Maustaste. Ja, und dann? Aha. Achso, der ist schon ausgerüstet. Magieverstärker. Erntehacke. Rüstungswerkzeug. Okay. Klicke auf deine rechte Hand in der Aktionsleiste am oberen Bildschirm und wähle eine Waffe. Danach musst du ein Ziel auswählen und das Symbol der jeweiligen Kampf, der in der Aktionsleiste anklicken, die du benutzen willst. Du können zum Beispiel den Basisangriff namens Standardangriff wählen. Naja. Doppelklicke auf einmal auf dasselbe Symbol, um deinen Gegner automatisch anzugreifen. Gut. Was? 3 Baby-Jubus. Das sind Baby-Jubus. Okay, also wenn ich auf den Gegner doppelt geklickt habe, greift er auch schon automatisch an. So, dann mal gucken, wie lange es dauert. Okay, ausnehmen. Basis-Jubu-Hautstück, Basis-Jubu-Beckenstück, Auge, Zahn. Nehmen wir alles mit. Ist natürlich schade, wenn das da direkt überlagert wird.
Okay, Tüte noch eins. Sie haben im Moment nicht den Recht, den Fuchs auszuweiden. Oh, das sind aber viele. Es beobachtet mich. Ich habe jetzt immer noch nicht den... Auf jeden Fall wird das Leben ziemlich schnell regeneriert, sobald der Kampf zu Ende ist. Jetzt will ich aber doch noch mal schauen, wie lange die Regeneration für die Ausdauer dauert. Aber die geht auch recht fix. Okay. Gehe zu Gulitan zurück. Ich würde hier gerne noch irgendwie sprinten können oder irgendwas. Aber vielleicht kommt es ja noch. Okay, ja, ich sollte mal die Stunde starten. Also, Mission erfüllen. Gut. Lerne die Grundlagen des Kampfes, rede mit Gillian Günther. Ja, das habe ich ja gerade. Hier dringt den Kampflehrer auf, du kannst die neue Kampftechnik zeigen. Okay. Und das war der da drüben. Neue Aktionen lernen. Okay, erhöhter Schaden. Ja, was habe ich denn jetzt? Okay, 20 Kampffertigkeitspunkte. Leben Selbstheilung. Unverwundbarkeit. Aktion Verbesserung. Kraft der Auren und Werte. Okay, dann nehmen wir mal den da dazu. Und noch ein Leben Selbstheilung. Schneiden, einfügen, jawohl. Gut. So, sonst noch was? Okay, das sind die ganzen Sachen. Gut. Jetzt habe ich gleich nochmal 10 bekommen. Konstitutionserhöhung. Zu verbessern, welcher ein Charakterwert erhöht. Das heißt, ich war ein Passivwürfel, du kannst die direkt zaubern noch die Aktion. Erhöht die Konstitution und damit auch die maximalen Lebenspunkte. Die Lebensregenerationsgeschwindigkeit. Ich würde auf jeden Fall jetzt erstmal die Lebenspunkte noch weiter verbessern. 250. Ah, okay. Was ich auch gelesen habe, also da es ja ein Free-to-Play ist und das aber noch ein Abo-Modell hat, dass man irgendwie die einzelnen Levelstufen eben bis 125 lernen kann, während sie mit dem Abo dann bis 250 ausgebaut werden können. Wobei ich jetzt noch nicht weiß, wie groß damit tatsächlich der Unterschied ist. Okay, und zu wem soll ich jetzt? Jäger und Beute 2. Lerne deine Beute zu finden. Okay. Jagdkondolent. Dort die Tierwelt zu beobachten. Ich verlange nicht von dir, dass du deine Waffen verwendest. Es geht allein um eine Erkundungsmission. Na super. Bodok-Herde. Okay, immerhin muss ich nicht selber wirklich erkunden, sondern ich muss einfach nur irgendwelchen Richtungen folgen. Gut, die Bodok-Herde ist... Ah ja.
So, kann ich hier gleich irgendwas noch einsammeln, wenn ich die schon nicht erlegen soll? Ich würde zumindest mal gucken, welche Info ich davon habe. Gar keine. Also, jetzt soll ich die unreifen Jubos ausfindig machen, die irgendwo hinter dem Berg lauern. Oder eher, ich würde sagen, auf dem Berg. So, dann muss ich nur noch auf den Berg hochkommen. Oder hier einfach in der Mitte gucken. Das scheint es auch nicht zu sein. Sehr lustig. Okay, springen kann ich jedenfalls nicht. Aber irgendwie entferne ich mich immer weiter davon. Das kann doch gar nicht sein. Ah, hier geht es jetzt irgendwie hoch. So, also die komischen Dinger da an der Seite kann ich nicht hochspringen. Also muss ich ja irgendwo... Ah, jetzt kann ich endlich hier auf den Berg hochklettern. Also muss ich doch auf den Berg hoch, wusste ich doch. Und zwar auf die andere Seite. Was sind denn das da für komische... Ah, Rohstoffernte. Kann ich das schon machen? Du kannst während des Anlegens von Ausrüstung keine Aktion ausführen. Ah, okay, der hat jetzt automatisch die Dings gewechselt. Basistasten Holzgewebe. Die Rohstoffquelle sinkt. Quelle Haltbarkeit. Verbleibende Abbauzeit. Und dann darf ich sie nicht mehr abbauen, oder was? Rohstoffgewinnung 2 von 20. Du erhältst 905 Erfahrungspunkte und Fähigkeiten. Okay. Na gut. So, da sind jetzt die unreifen Jubos. Gut. Ich beginne, die Jubos zu beobachten. Na dann mach doch mal irgendwas. Sonst gehe ich gleich wieder Rohstoffe ernten. Jubos sind klein und etwas träge, alles Wasser. Okay. Dann ab nach Hause. Oh, ich kann ja nicht mal runterklettern. Okay, da bin ich auch schon rumgelaufen. Wo war denn jetzt... Der Aufstieg zum Berg. Oh. Okay, wenn ich gewusst hätte, dass ich hier so schlecht runterkomme, dann hätte ich mir wahrscheinlich etwas besser gemerkt, wo ich tatsächlich hochgeklettert bin. Aber ich bin an diesen, ja, nicht mehr vorhandenen Rohstoffressourcen lang gekommen. Aber da sieht es gut aus. Kann ich dir auch irgendwelche Informationen dazu abrufen? Nee, anscheinend nicht. Aber das mache ich dann später, weil das sind ja dann wieder extra Missionen, bevor ich da dreimal hin und her laufe und das Gleiche mache. Wobei das Hin- und Herlaufen wird mir wahrscheinlich nicht wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Aber ich kann schon mal das Werkzeug wieder ändern. So, ich bin wieder da. Los. Hallo. Danke. Okay, Beute 3. Ja,
In Ordnung. Binde 8 einfache Buttock-Fleischstücke. Okay, dann mal los. 230. Da wäre es echt gut, wenn ich irgendwie laufen könnte. Aktionen. Ah, hier habe ich Rohstoffgewinnung, habe ich schon 2 Punkte bekommen. Kampf. Nahkampf, Fernkampf. Identität. Ah ja. Laufgeschwindigkeit 100%. Lässt sich wohl nicht sehr steigern. Aber ich bin schon an den Sachen vor. Taschenvolumen 76 von 300. Schreib den Platz, den deine Tasche bietet. Alle Gegenstände müssen haben Volumenwerte, die angezeigen, wie viel Platz sie. Okay, also es ist nicht 300 Plätze, sondern das Gewicht. Oder halt Volumen in dem Fall. Naja, mal schauen, wie lange das dann hält. Guten Not Query. No Title. Okay, was halt ich plündere? 8 einfache Spodok-Fleisch. Wie sieht es denn mit meinem Leben aus? Okay, wie viele finde ich da jetzt? Buttock Auto, Buttock Hauchstück, Buttock Beckenstück. Waldtyp mit einer Mindestqualität von 6. Okay, Mindestqualität. Mal irgendwo das Inventar. Ah ja, da habe ich, davon habe ich schon 2. Die muss ich ja dann in den Babys schon. Ne, sind Buttocks. Mindestqualität von 6. Ah, Moment. Eben waren es doch noch 8. Das heißt, obwohl sie gar nicht sichtbar waren, konnte ich die anscheinend schon so nutzen. Der kostet 2. Steht eigentlich irgendwas, wie hoch der Schaden ist? Ah, okay, das sammle ich automatisch ein. In dem Moment, wo ich die schon erledigt habe. Auch gut. Dann ist das der automatische, ja, automatischer verstärkte Angriff. Frag mich, ob ich irgendwie in einer bestimmten Form zielen muss oder sowieso automatisch treffe. Ein unreifer Buttock. Mal gucken, wie viel der bringt. Oh, ich glaube, der macht ein bisschen viel Schaden. Okay, auf jeden Fall muss ich ihm in seine Richtung schauen. Das heißt, grün heißt, dass er zumindest schon etwas gefährlicher ist als die anderen. Im Vergleich zu den anderen, die einfach nur grau dargestellt werden. Läuft er schon zurück? Nee. Wie werde ich den denn wieder los? Ja, gar nicht. Okay, jetzt hat er mich schon wieder getroffen.
Okay, er läuft immer noch hinter mir her. Was haben die denn für eine Target- oder halt Verfolgerreichweite? Okay, jetzt dreht er um. Gut. Also ich sollte lieber bei den kleineren bleiben. Die mir im Moment grau dargestellt werden. Aha, da oben wird ja noch, da sollte ich mal nachgucken, ob da eine vernünftige Zahl drin steht. Drei Sterne. Dieser Burdock ist imposanter als die übrigen, das könnte tödlich verlaufen. Gute Einschätzung, hätte ich mir vielleicht vorher angucken sollen. Ein unreifer Burdock. Der ist Level 14 oder Stufe 14. Also Stufe 5, aber auch wenn ich die jetzt nicht brauche, komme ich da eigentlich auch. Irgendwelche Erfahrungspunkte. Ah, da, Systeminfo, Erfahrungspunkte. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich noch Baby-Bodocks holen. Keine Unreifen. Da sind noch Baby-Bodocks. Level 8. Trifft meine Beine, trifft meinen Oberkörper, habe ich auch unterschiedliche Schadensbereiche. Du findest zwar einfache Butterfleischstippe, ja. Okay. Für weitere 1 Minute und 59 Sekunden nicht benutzbar. Aha. Gut, das heißt, so beliebig heilen kann ich mich auch nicht. Wenn die nur eingeschränkt verfügbar ist. Aber ich könnte die mal noch Säureschaden vergiften. Achso, das ist Magieschaden dann. Aber es sollte dann eh jetzt der letzte Burdock gewesen sein. Gut. So, dann ab zurück und die Fleischstücke abgeben. Okay, da ist das Zeug. Fähigkeit Kampf. Stufe 9, Stufe 10. Und nochmal wieder 1000 drauf. Du hältst 4000 Dapper. Eine Aktion besteht aus Stanzas. Die Stanzas, welche du bei Trainern erhältst, sind endgültig und können frei eingesetzt werden, um neue Aktionen zu erschaffen.
Okay. Mit einem Rechtsklick in die Hand, das Handinterface kannst du eine bestimmte Aktion ändern, indem du Aktion bearbeitest. Neue Aktion. Rohstoffquellen suchen. Okay. Okay, die Standardsachen kann ich aber nicht ändern. Die kann ich sehr wohl ändern. Oh. Elementarschaden, Säureschaden. Reichweitenausgleich, Sub-Ausgleich. Okay. Nehmen wir eine Aktion als Beispiel, um es besser zu veranlassen. Wenn du die Aktion erhöhter Schaden besitzt, bearbeite diese. Also erhöhter Schaden. So. Enthält die Standsache, sehen die Aktion besteht. Es gibt zwei Arten von Optionen und Credits. Die Optionen bestimmen die Naturkraft und die Funktion deiner Aktion. Du kannst in der Aktion mit Hilfe des Impuls Optionen hinzufügen. Optionen hinzufügen. Je mehr Optionen eine Aktion hat oder je stärker sie ist, desto mehr Optionspunkte kostet ihre Aktion. Punkte in Gelb. Achso, das sind die Sub. Mit den Krediten kann man die Aktionen ausgleichen. Eine unausgeglichene Aktion kann nur dann funktionieren, wenn die Kreditpunkte höher sind als die Optionspunkte. Damit deine Aktion funktioniert, muss also die Summe der Kreditpunkte mit der Summe der Optionspunkte gleich oder höher sein. Die Kreditstandtasten sind also unabkömmlich für das Gleichgewicht einer Aktion. Auch wenn es sich um Strafpunkte handelt, durch Kredit an Ausdauerkosten verbraucht Ihre Aktion zum Beispiel Ausdauerpunkte. Okay. Okay, also Basisflüchtlingsdolch der Haltbarkeit. Aktion mit Dolch. Standardangriff. Ja, und wie kriege ich die jetzt dazu? Okay, die sind alle kompatibel mit der normalen Waffe. Plus 10. Halt 100 der eigenen Lebenskraft. Okay, Standardangriff kann ich nichts machen. Elementarschaden. Da kann ich Effekte wählen. Säureschaden. Plus 3. So, wie kriege ich jetzt die Credits da rein? Türkerrüstung. Gut 10. Kraft. Lebensregeneration plus 10. Rohstoffernte. Aktive Beschleunigung des Rohstoffabbaus. Aktive Ratenerhöhung für den Rohstoffabbau. Qualität. Und dann müsste ich 7 Ausgleichspunkte machen, wo auch immer die herkommen. Rohstoffquellensuche plus 10. Ach, hier ist der Ausgleich. Fokusabzug. Also dann nochmal. Gut, hier kann ich zwar keinen Ausgleich hinzufügen. Okay, das heißt, Ausdauer würde abgezogen werden. Hier würde SAP ausgezogen werden oder Reichweitenausgleich, dass der Angriff dann eine kürzere Reichweite hat. Okay, jetzt verstehe ich es langsam. So, dann nochmal schauen. Aktion ändern. Genau, also das ist der Standardangriff mit dem erhöhten Schadensbonus mit plus 5 und deswegen wird dann Ausgleich einmal 6 Ausdauer abgezogen.
Okay, gut. In Ordnung. So, also Jäger und Beute. Annehmen. Jetzt haben wir Tote Bordock gefunden. Okay, gehe östlich der Jagdkunde auf einen Aufklärungsmuster, um herauszufinden, welches Raubtier den Bordock umgebracht haben könnte. 600 Meter! Oh. Hey, was ist denn das da hinten? Ein Teleporter? Den werde ich mir gleich mal anschauen, dass ich vielleicht ein bisschen schneller wieder zurückkomme. Aber mal gucken, wie teuer die sind. Habe ich hier irgendwo eine Anzeige, wie viel Geld ich zusammen habe? Okay, das sind wahrscheinlich die hier. Genau, 8500. Okay, bisher habe ich hier wahrscheinlich nichts. Hauptsache, das Vieh verspeist mich jetzt nicht gleich. Der war es ja wohl nicht. Hey, lass mich in Ruhe. Tote fünf winzige Ragusse. Ah, okay. Doch, es geht relativ zügig. Aber das heißt, sie haben den in der Gruppe erledigt. Ah, da kommt schon der nächste. Okay. Dann wird der andere ja auch nicht weit sein. Okay, jetzt soll ich in die Höhle. Ich glaube, die grünen Punkte sind meine Ziele. Oh, ein bisschen viel. Dein Charakter liegt im Koma. Super. Wenn der Timer abgelaufen ist, wird dein Charakter durch die Mächte von Artus auf dem Wiederbelebungskarte ausgewählt und weiß leuchtenden Ort wiedererweckt. Okay, das sind die Wiederbelebungsorte also. Um das sofort einzuhalten und dadurch die Wiederbelebung aber eine Sterbeerfahrungsstrafe, die durch die folgende Aktion abgearbeitet wird. Solange gewinnst du keine Erfahrung in Fertigkeiten. Um die Sterbeerfahrungsstrafe zu vermeiden, muss dein Charakter noch vor Timerablauf von anderen Spielcharakteren geheilt werden. Okay. Gut. Ich soll jetzt noch 4 Minuten warten. Nehme ich halt die Erfahrungsstrafe auf mich. Okay, also diese komischen Steine, wo ich vorhin schon mal gewesen bin. Oh, Klippe. Ja, ich soll die Ragusse töten, aber... Du hast eine Sterbeerfahrungsstrafe. Das verleiben 100%. Wenn von den Mächten wiederbelebt werden muss, wird diese Strafe erhöht. Die darauffolgende Erfahrungsgewinne begleichen die Strafe, bis sie abgetragen ist. Bis die Strafe auf 0 gesunken ist, bringen ausgeführte Aktionen keine Fertigkeitserhöhungen. So, und da sind die Ragusse. Allerdings sollte ich mal mein Leben noch ein bisschen heilen. Und damit ich dem nicht gleich wieder draufgehe. Wo will der überhaupt hin? Hast du jemanden verfolgt?
Oh, da kommt schon gleich wieder der zweite. Wir sind immer noch im Team. Das kann ja echt nicht wahr sein. Ja, gleich nochmal das Ganze. Wiederbeleben. Aber es bleibt bei 100%, nehme ich an. Erreicht 640 Punkte. Der Gegner erreicht 640 Punkte, du hast 0 Punkte wiederhergestellt. Okay, da sind sie schon wieder. Alle drei. Ja, wie locke ich denn jetzt einen davon aus der Gruppe? Okay, nochmal. Okay, jetzt muss ich natürlich lang genug durchhalten. Gut, bis der erledigt ist. Aber das hat gepasst. So, jetzt muss ich noch einen erledigen. Und sobald ein Nahkampf geht. Sehr schön. Hey, mein Sterbemalus ist schon abgeschlossen. Und jetzt darf ich wieder zurücklaufen? Ja. Aber mit dem Stufenaufstieg sind auch alle Bereiche wieder geheilt. Als Fähigkeit Kampf und Magie. Mal gucken, was jetzt hier die ganze Leiste. Sub-Punkte, wenn du zu wenig Sub hast, kann. Oh! Da ist immer noch einer hinter mir, ja. Schnell erledigen. Gut. So, jetzt wäre nochmal die Frage nach dem Infofenster. Okay, also erstmal. Ah, das sind. Ach, Erfolge sind das dann. Erwirtschafte 1000 Dapper. Spürst du die Macht? Trage deinen ersten Magieverstärker. Gemein. Erkundung. Fertigkeiten. Spieler gegen Spieler. Und Heldentaten. Okay, 2 von 588. Gut. Okay, dann mal weiter zurück. Ah, automatisch laufen. Ach, das ist schon das schnelle Laufen. Okay. Okay, jetzt ist als erstes
eine Teamarbeit. Namen der Spieler erscheinen in blau. Dann Name des Spiels, Kanalumgebung, Kanalregion und Privatnachrichten. Den du deinen Spieler abgemacht hast, ein Team zu bilden, klicke auf ihn und wähle Teameinladung. Und sobald jemand das annimmt, sind wir ein Team. Okay. So, mal gucken, ob das jetzt tatsächlich notwendig ist, beziehungsweise wer dann dort vor Ort ist. Mal gucken, wie weit ich jetzt laufen muss. Okay, bis da hinten rein. Und automatisch laufen an. Ja, das meiste bei den Missionen scheint zu sein, dass ich halt einfach laufen muss. Jetzt kann ich nicht mehr über so einen Kraterrand da laufen. Oh Mann. Oh, super. Eine PvP-Zone. Das heißt, dieses schwarze Gebiet dort ist eine PvP-Zone. Woran erkenne ich das denn? Arena. Ah, okay. Also in der Arena ist eine PvP-Zone. Sollte man vielleicht doch keine Ressourcen dort einsammeln. Wieso habe ich jetzt eigentlich schon 268? Das heißt, ich bin doch ein paar Stufen aufgestiegen. 8 plus 18 und plus 10. Das muss wohl an der Axt liegen. Info. Eine flinke Axt. Genau, Lebensbonus plus 10 und Ausdauerbonus plus 10. 18 und plus 10. Ja, das erklärt die Änderung. Töte 10 neugeborene Javings. Jetzt halt doch mal an. Ja, super. Ich glaube eher, dass das neugeborene Javin mich umbringt. Okay, aber ich kann sie doch relativ schnell erledigen. Mit den Schar, mit der Axt jedenfalls. Auf jeden Fall flattern die hier munter durch die Gegend. Warum kann ich mich jetzt nicht bewegen? Jetzt zu schwer oder was? Also jetzt kann ich das ja nochmal ausprobieren. Das heißt, die Lebensregeneration ist dann doppelt so schnell. Das dauert doch noch eine ganze Weile. Okay, Tauschvolumen ist 109. Okay. Qualität 3, 5, 8. Das heißt, sie haben alle sehr variantenreiche. Okay, jetzt kann ich wieder laufen. Keine Ahnung, was das gerade war. Okay, wo stecken die jetzt? Die können doch nicht 180 Meter von mir weggelaufen sein in der kurzen Zeit. Anscheinend fliegen die um die Ruinen drumherum. Ah, da sind sie wieder, die Flatterlinge. Sollte ich auf jeden Fall rechtzeitig aus der Ferne angreifen, damit ich noch ein bisschen mehr Zeit habe. Okay, außer Reichweite. Wo steht denn 26 Meter? Jetzt flattert doch nicht alle weg. Ach, die grünen Punkte sind die
bis zu 10. 1 von der Qualität. Die Textrinne. Okay, da kommt ein Yaring. Angreifen. Okay, der hat die Ausrüstung wieder gewechselt und in der Zeit konnte ich noch nicht wieder angreifen. Na gut. So, dann ein bisschen das beschleunigen. Okay, mal gucken, ob ich da jetzt mit der... Hoffe mal, dass der andere nicht in die Quere kommt. Ey, weiter angreifen. Nein, nicht unterbrechen. Der macht mir 40 Schaden. Da musst du ordentlich draufhauen. Okay. Hey, der ist schon verletzt. Ja, dann steh doch auf. Jetzt ist er weg. Oder zumindest zu weit weg. Nein, nicht hinlaufen. Noch ein Treffer, komm. Ja. Okay. Hier gibt es hier einen Haufen Rohstoffquellen, von denen ich ja nicht weiß, ob die alle die gleichen sind. Die ist jetzt verschwunden. Okay, Qualität 4. Qualität 8. Also die Qualität steigt mit der Zeit. Aber wie viel ich dann am Ende erwische, ist dann... Okay, eine habe ich jetzt. Aber es ist alles Mitexi-Gerinde, was auch immer das bedeutet. Naja, vielleicht spare ich mir damit nachher ein bisschen Rohstoffe sammeln. Aber es wird wohl noch eine ganze Weile dauern. Okay, Rohstoffe von 10. Das heißt, je länger ich warte mit der... mit dem Sammeln, desto höher wird dann der Rohstoffwert oder die Qualität vielmehr. Oh. Oh, no, 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 no. Oh, weg hier. Ja, dadurch, dass das alles noch so viel Zeit letztlich in Anspruch nimmt, dass das hier umgeschaltet ist. Oh. Okay, ich kann meine Lebensregeneration noch aktivieren. Oh, 3 Stück. Nix wie weg. Stufe 15 ist der. Ganz während des Laufens kein Zauber sprechen. Und 2 von denen werde ich jetzt kaum aushalten, weil die müssen mich ja nur noch 3-mal treffen und dann bin ich schon wieder hinüber. Okay, ich glaube, sie haben gerade umgedreht.
bisschen weit weg. Aber der da ist. Ich frage mich ja immer noch, was die für einen Bewegungsrhythmus haben. Er kommt zurück. Angriff. Hast du die Axt gar nicht ausgerüstet oder was? Wahnsinn. Das war knapp. Ha, aufgestiegen. Da ist zumindest das Leben wieder vollständig. Das Leben ist sozusagen wieder in Ordnung. Basis Jahresflügel. Gut, also noch 5 weitere. So, das ist im Umkreis von 50 Metern wahrscheinlich. Ah, okay, kann ich umschalten. Gut, dann schaue ich lieber, dass ich mir einzelne rausgreife. Jetzt haut er schon wieder ab. Ich will ganz sicher nicht, dass so eine ganze Horde auf mich dann Jagd macht. Und eigentlich alle 15. Warum werden hier die Lebenspunkte eigentlich nicht vollständig angezeigt? Scheint es schon wieder weiter zu ziehen. Bin mir echt nicht sicher, ob die Reichweiten dem entsprechen, wo wir auch tatsächlich gerade sind. Nein, nicht abbauen. Hey, du sollst den angreifen. Was machst denn du? Ey, sag mir, du hast die Axt schon wieder weggelegt. Kann doch echt nicht wahr sein. Sag mal, wirst du jedes Mal, wenn du zauberst, die Axt ab? Nee, jetzt behält er es in der Hand. Oh, da ist noch einer. Weg. Er ist auf jeden Fall noch hinter mir her. Ah, da steht, dass er den Kampf beendet. Ey, wieso hast du schon wieder deine Axt abgelegt? Das mit der Bedienung ist echt umständlich. Ich weiß nicht, wieso er dann immer wieder die Axt wegnimmt. Mit der Lauferei kommt irgendwie der Spielfluss nicht so schnell zustande, die einzelnen Missionen abzuschließen. Okay, jetzt hat er zumindest gleich seine Axt behalten. Oh, ich kann seitwärts hüpfen.
runterkommen. Noch ein Treffer. Gut. Da kommt zwei. Gleich die nächsten. Wieso hast du jetzt deine Axt abgelegt? Ich verstehe es nicht. Okay, auf jeden Fall jetzt wieder zurück. Hey, da sind wahrscheinlich die Reittiere. Mal gucken, ob ich davon eins bekommen kann. Nee, du sollst das Ding nicht mitnehmen. Wie kriege ich denn so ein Packtier? Das kann doch bestimmt noch schneller laufen als ich. Steht nichts da. Na gut, also dann gebe ich mal jetzt die letzte Mission noch ab. Ein Dutzend habe ich erledigt. Super. Okay, 20 Duellklingen. Ach nee, das ist wahrscheinlich einfach die Quality. Mal gucken, ist das die... Also Duellklinge, Qualität 20. Ja genau, es ist Qualität. Das heißt, es hat nicht irgendwie Stück, die sich verbrauchen. Okay, alles klar. Wahrscheinlich, wenn ich den als Magie angelegt habe, dann... habe ich wahrscheinlich auch eine stärkere Magieschaden. Erfolgsrate 90%. Na, 33 Meter. 90%, 26 Meter. Okay, die Reichweite vergrößert sich auf jeden Fall. Und ich glaube, die Ressourcen haben abgenommen, genau, von 7. Von 9 auf 7. Ah ja, naja, ich hätte wahrscheinlich auch hier einen anderen Beruf lernen, umdrehen, um Kolonien Rapo zu sehen. Naja, wenn, dann würde ich es schon noch abschließen. Okay, ich mache das jetzt noch fertig. Also auf noch zu den letzten beiden Missionen. Oh, 800 Meter. Wegen einer Schriftrolle muss ich jetzt so weit hin und her laufen. Bekomme ich noch ein Schild. Das heißt, da kann ich endlich was in die andere Hand nehmen.
Also das nicht. Deine Charakterwerte reichen nicht aus. Aha. Aber ich kann mit zwei Dingern kämpfen. Also los, die roten Klingen Teil 2. Okay. Also. Geh jetzt möge man natürlich beschützen. Und ich soll jetzt irgendeinen Anführer von denen erledigen. Na prima. Na, schauen wir mal, ob das klappt. Gucken wir doch mal, ob wir nicht noch ein paar Fähigkeiten verbessern können. Kann ich nämlich noch ein bisschen besser regenerieren. So, mal gucken, was ich für dieses... Ah, jetzt kann ich das Schild auf jeden Fall nutzen. Hier der Schaden 2. Lebensabzug. Redaktionsidee, die neue Stanzes bringt. Lebenskraft. Okay, das heißt, das sind die Sachen, mit denen ich dann die Boni bekomme. Beziehungsweise diese Sets ausgleichen kann. Spottung. Das sind aber auch wieder Kräfte. Selbstheilung, die wäre doch mal interessant. Mal gucken, ob die... ...nebeneinander benutzbar sind. Ah, okay, ich kann meinen Metabolismus bei den anderen bin ich schon durch. Mehr als 5 geht nicht.
Leben 420. Zumindest aktuell kann ich nicht mehr aktivieren. Na gut. Also dann jetzt auf zu dem Bosskampf, um die Kampfmission noch abzuschließen. So, dann mal schauen, ob der Boss hier irgendwo steckt und ich ihn erwischen kann. Gestillter Jelk, um den geht es jedenfalls nicht. Aber anscheinend scheint der Typ nicht in der Nähe zu sein. Erleuchten. Plünderdisco finden und töten. Du bist jetzt der einfache Plünderer. Was willst du von mir? Genau, trottel dich mal schön wieder weg. Okay, außer Reichweite. Oh nein, die kommen alle auf einmal. Ach, das wird nichts. Ja. Okay, wo ist der nächste Schrein? Da oben. Die scheinen etwas mehr Technik zu verwenden. Da sehe ich zumindest das auch noch. Aber ja. Zurück zu den Banditen. So, ich kann vorher mal noch die Sterbeerfahrung abarbeiten. Trafe den Tod dich jetzt bei 320 Punkten ab, so von 1600 Punkten. Du hattest ohne die Strafe 1000. Du hättest 1000 Erfahrung bekommen. Okay, 16% der Strafe. So, dann müssen wir ja auch jetzt abgeschlossen werden. Okay, Strafe abgeschlossen. Nicht den wiederbeleben. Scheint auf jeden Fall kein Spieler zu sein. Ah, doch einer, der wiederbelebt werden kann. Wie auch immer das genau geht. Erstaunlich. So, jetzt ist nur noch die Frage, wo jetzt der Typ tatsächlich steckt.
Okay, einen einzelnen Banditen kriege ich auf jeden Fall immer noch erledigt. Aber Arkan des Stammes, also einen Arkan soll ich erledigen. Plünderer. Tja, wo finde ich denn hier diesen Arkan? Ach du meine Güte. Muss ich da oben irgendwie hoch? Ist doch mal ein Scherz, oder? Ich kann auch nicht wirklich auf den Teilen da oben rumlaufen. Wahrscheinlich sind einfach die Punkte auch überhaupt nicht passend gesetzt. Okay, ich bin mal wieder aufgestiegen. Ich kann irgendwas mit den Kisten anstellen. Da war aber nichts drin. Wozu knacke ich denn bitte Kisten, wenn da eh nichts drin ist? Vor allem, warum leuchten die dann, wenn nichts drin ist? Das ist doch absurd, dass das Ding leuchtet, wenn es gar nichts zu erhalten gibt. Ich vermute ja mal zumindest, dass es wahrscheinlich darum geht, einen bestimmten auszuschalten. Greifen die mich jetzt an? Außer Reichweite bist du nicht, aber außer Sichtweite wahrscheinlich. Okay, die Zauber kann nicht benutzt werden und ich bin mal wieder erledigt. Okay. Okay, dann lieber zurück nach Hause. Und jetzt doch noch die anderen Missionen angefangen.
kennen. Ja, mal gucken, was ich jetzt anstellen kann. Erster Schritt in der Magie. Einen anderen Beruf erlernen. So, das heißt, ich hätte die Sachen. Das heißt, ich kann die Sachen doch parallel annehmen. Erster Schritt in der Magie. Ja. In Ordnung. So, bla 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 bla. Viel zu viel Text. Töte 3 Baby-Jumbos. Das heißt, ich hätte die alle parallel machen können. Jetzt probiere ich mal noch aus, die gemeinsam anzunehmen. So, wenn das jetzt der eine war, mal schauen, dass ich die anderen noch finde. Müssen ja alle an ähnlichen von solchen Dingern da stehen. Ja, der hat auch den Frage-Dingsbums über dem Kopf. Dann zeig mir mal die Kunst des Erntens annehmen. Okay, das heißt, es funktioniert auch parallel nebeneinander. In Ordnung. Um Rohmaterial abzubauen, musst du das Abbauwerkzeug zunächst anlegen und eine Rohstoffquelle finden. Genau, die grünen Dinger. Um eine Quelle abbauen, wählst du sie mit dem Klick darauf aus und klickst dann auf das Symbol Standard Rohstoffabbau in der Aktionsleiste. Dein Charakter beginnt dann mit dem Arbeit. Einfache Rohstoffsuche, aggressiver Start, Rohstoffabbau, Rüstungsherstellung, Gegenstandsverzauberung. Okay, der da. Wenn du eine Quelle auslässt, erscheint ein Kasten mit 5 Leisten. Das sind die Eigenschaften der Quelle. Genau. Restzeit, bevor die Quelle versiegt, Gesamtmenge in dieser einen Quelle. Wenn du abbaust, beschädigst du die Quelle, an der du arbeitest. Wenn das Quellenleben auf 0 sinkt, kann die Quelle nicht mehr abgebaut werden und sie verschwindet. Wenn du eine Quelle abbaust, wird sie instabiler und wenn die Leiste bei 0 ankommt, entsteht entweder eine giftige Wolke oder eine Explosion. Der Abbau kann jedoch fortgesetzt werden. Pass beim Abbau auf, je mehr ein Gebiet beansprucht wird, desto böser werden die Kamis und werden die Leiste auf 0 fällt, werden die Kamis sie töten. Okay. Wenn des Abbaus erscheint ein zweites Fenster, in dem du das Vorankommen deiner Arbeit sehen kannst. Quantität und Qualität des Rohmaterials, das du bis zu dem Zeitpunkt abgebaut hast. Nachdem der Abbau beendet ist, klicke auf Alles nehmen. Okay, da kann ich wahrscheinlich nicht allzu viel beeinflussen. Klicke hier, um zwischen der erweiterten Liste und der Dropdown-Menüs zu wechseln. Ah ja, so ist es natürlich noch angenehmer. Also, Rohstoffsuche. Wie kann ich den denn? Na gut. Schmuckhändler. So, dann fehlt mir jetzt eigentlich nur noch eine Missionsart. Und das war das mit den. So, wo ist jetzt die nette. Was ist da denn eigentlich noch für ein Fragezeichen aktiv? Gut, die habe ich ja jetzt schon angenommen. Die läuft ja auch bereits.
ist ein Weiser. Handwerksmeister. Da hinten ist das Handwerk noch, genau. So, von dir kann ich doch bestimmt lernen, wie das mit dem Handwerk funktioniert. Annehmen. So. Jawohl. In Ordnung. Kriege ich doch bestimmt noch einen Hinweis, was ich da jetzt anstellen soll. Okay, alles nehmen. 30 mit 10 Qualität. Um einen Gegenstand herzustellen, musst du ein passendes Werkzeug in die Hand nehmen. Klicke dazu auf die rechte Hand der Aktionsleiste. Flüchtlingsrüstungswerkzeug. Jawohl. Mit dem Werkzeug musst du nun eine Handwerksaktion auswählen. Deine Aktion befindet sich in der Aktionsleiste. Das dürfte dann die dort sein. Stelle ein paar Stiefel der Qualität 5 her. Okay, und klicke auf die Aktion Rüstungsbau. Drücke Handwerksplan für leichte Stiefel. Jetzt im Fenster Objekt bauen, das ich nun öffne, klicke oben links auf den entsprechenden Handwerksplan auszuwählen. Teile dann jedes Bestandteil des Gegenstands ein Material zu. Okay, ich brauche mindestens Stufe 5. Okay, dann kann ich den Allzweckrohstoff verwenden. Oh, da brauche ich ja eine ganze Menge. Aber immerhin sollte das funktionieren. Und das heißt aber, ich kann hier auch beliebige andere Sachen benutzen. Eigener Abwehrmalus. Was passiert, wenn ich hier eigentlich nur eins davon verwende? Ah ja, dann kann ich auch unterschiedliche Sachen reintun. Sehr interessant. Also jetzt machen wir das erstmal mit den Standardsachen. Gegenstand herstellen. Oh, ich bin noch... Ja. Ballistief, also jedenfalls Stiefel. Ja, das ist jetzt nicht gereicht. Moment. Achso, ich muss ja noch das paar Stiefel geben. Okay, genau, das habe ich jetzt gemacht. Wenn alle Felder bestückt, brauchst du noch auf Objekt bauen. Achtung, es kann sein, dass dein Erschaffungsversuch scheitert. Wenn es sich um einen partiellen Misserfolg handelt, wird ihr Rohmaterial aufgebraucht und der erschaffene Gegenstand hat eine minderwertige Qualität. Hat sich um einen kompletten Misserfolg, verlierst du einen Teil der Materialien ohne einen Gegenstand zu erhalten. Alles klar. Gut, da geht das doch schon mal recht einfach. Muss ich nicht mal irgendwo hinlaufen. Gut. Suche nach 3 Basishornmuscheln mit einer Mindestqualität von 1. Na okay, da muss ich jetzt wieder irgendwo hinlaufen. Okay. Kaufe eine basisentflammte Sub mit einer Mindestqualität von 10. Kaufe ein Basis-Irinöl, 2 Basis-Kleber, 2 Basis-Bio-U-Fasern. Okay, den Abbau habe ich schon gesehen, Magie habe ich auch schon eingesetzt und ja, jetzt habe ich noch die Herstellung angeschaut. Dann sollte das jetzt soweit reichen für heute. Dann habe ich zumindest alle Missionen nochmal kurz reingeschnuppert und ich kann tatsächlich mehrere Missionen parallel laufen lassen. Das hätte ich mir gleich am Anfang überlegen können. Dann hätte ich ein paar Missionen in einem Aufwasch erledigen können. Aber gut, soweit für heute. Mit dieser Folge von angeschaut und ausprobiert. Für mich sind die Laufwege definitiv zu lang, weswegen das Spiel dann etwas schleppend in Gang kommt. Aber ansonsten, naja, als kurzweiliges MMO sicherlich auch mal auszuprobieren. Aber jetzt wahrscheinlich auch nichts, was meine Tage in den nächsten Wochen beanspruchen wird. Also, soweit für heute und bis zur nächsten Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Tschüss!